Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Kempten im Up Sportsline Showroom. Und heute befassen wir uns mit dem wahrscheinlich wichtigsten Fahrzeug für uns und für die Firma. Das Schöne ist, wir haben gerade 4 Stück davon hier im Showroom stehen. Es geht nämlich um den RS6R. Unser absolutes Topmodell, ein Topseller, den wir jetzt schon wirklich in sehr, sehr viele Länder auch gebracht haben an viele Kunden und auch weiterhin fleißig bauen und ausliefern, und wo wir uns sehr, sehr freuen über die viele positive Resonanz, die wir einfach erhalten haben. Das ist sehr, sehr geil, und wir wollen euch heute mal zeigen, wie so ein RS6R entsteht. Wir haben den kompletten Umbau für euch mitgefilmt und zeigen den euch auch ein bisschen anhand der Fahrzeuge, die wir hier haben. Ne? Wir können mal, glaube ich, ganz kurz einen schnellen Rundgang machen und euch die 4 zeigen. Das hier ist einer, der nach Italien geht, by the way. Ne? Also es sind nicht nur deutsche Kunden, nicht nur deutsche Händler, es geht auch nach Italien. Das hier ist ein Auto, das an den Endkunden, ich glaube, in Deutschland geht. Ebenfalls Endkunde in Deutschland, ne? In Weiß, auch sehr, sehr geil, die verschiedenen Farben zu sehen. Es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker. Wir haben Schwarz, wir haben Silber, wir haben Weiß. Der geht zu einem unserer großen Partner, Autohaus Faeser. Dort wird der hingeliefert, also ist einfach sehr, sehr geil, das zu sehen. Aber nicht nur dahin, wir haben auch noch ganz, ganz viele auf Instagram gepostet. Ich glaube, einer meiner Favoriten, der ging nach Holland zu unserem Händler. Ganz, ganz geil geworden, dieses Fahrzeug. Nach Monaco sind viele gegangen, ne? Können wir euch auch mal ein, zwei einblenden. Also da ist ganze Menge los, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich glaube, es ist einfach interessant zu sehen, wie so ein RS6R, der auf 125 Stück auch limitiert ist, wie der entsteht. Na, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein, Leute. Teil 1 des Umbaus. Viel Spaß. So, jetzt habt ihr den ersten Schritt des Umbaus gesehen, Leute. Es wurde eine neue Abgasanlage verbaut, wichtig für Klang und natürlich auch Performance. Sportstabilisatoren fürs Fahrwerk und ein veränderter Ladeluftkühler, ein verbesserter. Das sind alles Schritte, die sind jetzt natürlich noch nicht fertig. Ne? Das heißt, die Abgasanlage, da fehlen noch die Endrohre. Und der Ladeluftkühler ist natürlich nur ein Teil des Performance-Pakets, um dann die 740 PS und die 920 Newtonmeter auch perfekt nutzen zu können. Das heißt, im nächsten Schritt seht ihr jetzt die weitere Verwandlung. Um diese Leistung zu erzielen, brauchen wir nämlich noch weitere Dinge. Einmal unser Steuergerät, das wird natürlich geflasht und eingebaut. Und ein größerer Turbolader, damit einfach das Auto ordentlich Performance hat und geil nach vorne schiebt. Ne? Und zur Optik gehört dann natürlich auch noch die Felge dazu. Ne? Komm mal mit. Die kommen natürlich auch noch mit drauf. Das ist unsere HR-Felge. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal mit Aero-Ring, einmal ohne Aero-Ring. Die hier hat sogar eine besondere Lackierung. Vielleicht kennt ihr sie von meinem RS7R. Dort haben wir auch eine Felge innen lackiert. Auch das haben einige schon so bestellt und so gehabt. Also ist auch schön da zu sehen, dass man da ein bisschen die Leute inspirieren kann. Aber ich sag mal, die normale Farbe. So kommt es eigentlich standardmäßig, ne? In so einem Anthrazit.
auch sehr, sehr edel, sehr geil. Wenn dann auch noch das ganze Fahrwerk fertig ist, ne, also auch ein Gewindefahrwerk drin ist, das ordentlich Performance hat, dann muss das Auto noch vermessen werden. Und wie das alles aussieht und funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. So, jetzt sind wir schon mal einen sehr guten Schritt weiter, denn jetzt haben wir das Innenleben. Die Performance, sowohl was die Power des Motors angeht, als auch das Fahrwerk, haben wir jetzt eingebaut und ist schon ready. Aber ein RS6R wird natürlich nur ein RS6R, wenn er auch danach aussieht. Ich glaube, das Markanteste ist der Diffusor. Na, das ist für mich einfach super, super wichtig bei diesem Fahrzeug. Gibt dem einfach von hinten viel Stärke, viel Kraft, und Diffusor schaut halt auch immer nach Performance aus und ja, gehört zu einem sportlichen Auto irgendwie für mich dazu. Ne? Ist halt, glaube ich, immer Geschmackssache, aber ich finde es einfach sehr, sehr geil. Das wird aufgeklebt, das Teil. Ne? Also ihr seht, das hier ist die Serienstrebe noch. Das, ab hier fängt unser Teil an und formt somit das Heck neu. Unser RS6R-Logo ist auch noch oben drauf, ne? Damit die vielleicht ein Stückchen hinterherkommen, das auch lesen können beim Hinterherfahren. Dann eine Carbon-Zierleiste. Na, das ist ja normalerweise in Chrom oder Schwarz, je nachdem. Aber es rundet einfach das Bild natürlich ab, wenn das auch in Carbon ist. Das sind halt auch manchmal die kleinen Details, die es dann ausmachen. Dann kommen wir zur Heckscheibe. Dort haben wir einen Heckspoiler. Na, der ist in dem Fall zweigeteilt. Und dann haben wir etwas, das habe ich leider beim RS7R nicht, weil dort natürlich die Heckscheibe komplett anders ist. Haben wir hier auch noch so ein Verbindungsstück, was halt auch nochmal sehr, sehr geil ist in der Optik und aggressiv einfach wirkt. Von dem her, das kommt natürlich auch noch mit drauf, genauso wie unsere hintere Rathausentlüftung. Wie das funktioniert und ausschaut, das seht ihr jetzt.
Jetzt haben wir das Heck vom RS6R so gut wie fertig. Was ihr in dem Schritt auch noch gesehen habt, zeige ich euch jetzt am Nardo-Grau, ne, weil das wir ein bisschen Farbabwechslung hier haben. Die Seitenleisten wurden auch mit angebracht, einmal hinten, einmal vorne und die Spiegelkappen. Und somit kommen wir zur Front. Da haben wir einmal eine Rathausentlüftung vorne und dann natürlich, ganz wichtig, jede Menge Carbon, die dem RS6R natürlich an der Front die Formsprache auch gibt. Ne? Die Frontlippe haben wir, haben die Blades, hier einmal hier und einmal hier an der Seite noch. Den Frontgrillaufsatz ebenfalls in Carbon und dann ganz vorne auch noch das RS6R Logo. Und ja, das alles zusammen ergibt dann einen fertigen RS6R in der Optik und wie das alles passiert, könnt ihr euch jetzt anschauen. Jetzt haben wir also alles dran, was ran muss von außen an den RS6R und weil wir nochmal zwei da haben, habe ich gedacht, gehen wir mal noch zur Tür raus. Da können wir euch nämlich noch zwei Dinge zeigen. Zum einen andere Felgen, nämlich hier mal die Aero-Felgen, ne, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ich finde es ja sehr, sehr geil, aber es ist definitiv etwas, das extrem Geschmackssache ist. Ne? Die einen finden es super geil, die anderen finden es gar nicht gut. Mir gefällt es sehr, finde ich sehr, sehr cool. Was ihr auch noch gesehen habt in dem Schritt gerade, auch nicht zu vernachlässigen, Interieur, na, muss man natürlich auch noch machen, Einstiegsleisten mit One-Off 125 drauf, Carbon-Einstieg, sowohl am Sitz als auch hier an der Tür, Carbon-Lenkrad, Stickung, RS6R im Sitz, in der Fußmatte und auch da ist natürlich nach oben hin keine Grenze, na? Also man kann alles machen, vom Dachhimmel bis hin zu alles in Alcantara, whatever, da ist alles möglich, ist ja auch wichtig, dass man einfach ja, Individualität in das Thema reinbringt. Hier auch noch in dem geilen Silber, ne? Wenn die Sonne so drauf knallt, das schaut auch hammermäßig aus, vor allem der Kontrast mit dem Carbon ist wirklich schön und die Vielfalt zu sehen natürlich auch mega. Es gibt aber noch einen letzten Schritt und der ist dazu da, da wird ihr natürlich checken, dass die Power passt, dass das Ding richtig gut geht und dafür ist unser Hightech-Prüfstand vorhanden, auf dem wir eine letzte Messung machen und dann darf der RS6R auf die Straße. We'll be right back.
Ja, Leute, und somit habt ihr jetzt die komplette Entstehung eines der vielen RS6R gesehen. Ich kann wirklich nur sagen, ich finde es so geil, wie viel Unterstützung wir auch immer im Netz bekommen, wie ihr das teilt, wie ihr teilweise auch mir Videos schickt, weil ihr denkt, ich bin irgendwo unterwegs, dabei ist jemand anders im RS6R oder RS7R. Das ist wirklich sehr, sehr schön und wir geben da weiter Gas und freuen uns, wenn die Autos um die ganze Welt gehen und ja, Kunden glücklich machen. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen mit diesem Video glücklich gemacht und euch auch ein Stückchen RS6R gebracht. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag. Bis bald. Ciao.